Vor kurzem wurde ich gefragt, was ich finde, was der schlimmste Fehler ist, den man machen kann beim Lernen. Und diese Frage möchte ich dir heute hier gerne beantworten. Hallo, mein Name ist Diana Wegel und wenn du noch nach einem roten Faden suchst, wie dein Kind lesen, schreiben und rechnen lernt und es gerne dabei unterstützen möchtest, dann lade ich dich sehr gerne in mein virtuelles Klassenzimmer ein. Nun, die Frage, was ist wohl der schlimmste Fehler, den man beim Lernen machen kann? Nun, über diese Frage musste ich doch erstmal einen kleinen Moment nachdenken, weil ich glaube, es gibt schon so einige Fehler, die ich denke, die man beim Lernen machen kann. Aber was ist der schlimmste Fehler? Und ich bin jetzt zu der Erkenntnis gekommen, dass der schlimmste Fehler ist, wenn du oder wenn dein Kind beim Lernen der reine Fokus darauf liegt, entweder Arbeitshefte oder Arbeitsblätter abzuarbeiten. Ich weiß, liegt super nahe, weil es gibt unheimlich viele Arbeitshefte, Arbeitsblätter auf dem Markt. Man wird quasi überschüttet davon, teilweise auch kostenfrei kann man sich diese aus dem Internet ziehen. Und sie versprechen ja, dass das Kind selbstständig etwas lernen kann. Die Arbeitshefte sind schön bunt aufgebaut, sodass man eigentlich denkt, okay, man tut seinem Kind etwas Gutes, wenn man dem Kind das zum Üben gibt. Dann ist es aber häufig so, ein Kind bearbeitet eine Seite, noch eine Seite, noch eine Seite im Arbeitsheft zu bestimmten Rechtschreibphänomenen und dann, wenn es das dann später im Diktat in der Schule schreiben soll, sind plötzlich genau diese Wörter falsch. Und das ist natürlich schon ein bisschen ärgerlich und macht vielleicht den Wunsch nahe oder vielleicht die Überlegung, okay, was kann ich denn mit meinem Kind üben, damit es dann, wie in diesem Fall, die Rechtschreibung auch wirklich nachhaltig übt. Vielleicht ist es dir auch schon mal passiert, dein Kind schlägt ein Arbeitsheft auf und das Erste, was es macht nach kurzer Zeit, ist zu stöhnen und zu sagen, ich kann das alles nicht und vielleicht sogar teilweise, ich bin viel zu blöd für diese Aufgabe. Das tut natürlich als Elternteil ganz schön weh, wenn sich das Kind zu blöd für die Aufgabe hält. Du solltest aber bitte im Hinterkopf haben, nicht dein Kind ist zu blöd für die Aufgabe, sondern das Arbeitsheft ist einfach blöd, wenn ich das mal so sagen kann. Weil bei dem Arbeiten mit dem Arbeitsheft ist es einfach so, dass dein Kind sich dem Arbeitsheft, dem Arbeitsblatt anpassen muss und genau überlegen muss, okay, was muss ich denn hier machen, was muss ich denn hier machen, was muss ich denn hier machen. Mir ist das vor kurzem so aufgefallen, es hat mich eigentlich richtig geärgert. Nur meine Tochter zum Beispiel, die übt gerade die Minusaufgaben, die Rechenstrategien im Zahlenraum bis 20. Ja? Verliebte Zahlen, Ergänzungsstrategie, Halbieren, Nachbaraufgabe, Riesen- und Zwergenaufgabe. Sie kann mittlerweile für die einzelnen Aufgaben die Rechenstrategien sehr gut anwenden. Nun hat sie aber parallel dazu ein Trainingsheft von der Schule, was vom Grundgedanken nicht schlecht ist. Denn das Trainingsheft hat auch eine Seite für die Ergänzungsstrategie, hat auch eine Seite bereitgehalten für die Riesen- und Zwergenaufgaben. Aber das Problem war, dort war die Seite, die Aufgabe Mittel zum Zweck, die Rechenstrategie war Mittel zum Zweck. Aber so soll es ja gar nicht sein, sondern wir müssen die Rechenstrategie der Aufgabe anpassen und nicht, ich übe eine Seite Ergänzungsstrategie, dann übe ich eine Seite verliebte Zahlen und am Ende kann ich das. Sondern die Aufgabe kommt und dein Kind muss eben überlegen, okay, welche Rechenstrategie ist die passende. Und das führte bei uns auch dazu, dass meine Tochter eigentlich die Rechenstrategien konnte, aber so zum Selbstzweck, die dort gar nicht mehr anwenden konnte. Denn zum Beispiel muss ich bei 16-5 nicht die Strategie der Ergänzungsaufgabe anwenden, weil die macht da gar keinen Sinn. Ja. Und das führte dann auch dazu, dass meine Tochter sagt, ich kann das alles nicht, ist viel zu schwer, was überhaupt nicht stimmte. Denn das eigentliche Prinzip, die Minusaufgaben mit den Rechenstrategien erklären, konnte sie sehr gut. Es war die Seite im Arbeitsheft, die ihr das Gefühl gegeben hat, okay, ich kann das nicht. Und die dann sehr stark an dem Selbstbewusstsein dann auch des Kindes, das so klein drückt, das Selbstbewusstsein. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass dein Kind einfach weiß, okay, das kann ich und das muss ich machen und das ist mein nächster Schritt und das ist dafür zu tun. Demzufolge ist meine Empfehlung an dich, beziehungsweise
mein schlimmster Fehler, den ich sehe, dass du ausschließlich deinem Kind zum Üben Arbeitsheft und Arbeitsblätter gibst. Was du stattdessen machen kannst, da habe ich dir hier mal ein Video verlinkt. Das kannst du dir ganz gerne mal anschauen. Da gebe ich dir meine 3 Tipps, was du denn zu Hause mit deinem Kind machen könntest. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis ganz bald.